Hey Leute und herzlich willkommen zu Let's Play SMW Luigi's Mystic Quest. Heute am 28.12. um kurz nach 18 Uhr für euch, wird aber jetzt selbstverständlich der 1.1.2023 sein. Dementsprechend hier an dieser Stelle nochmal von mir frohes Neues. Der heutige Hack hat, wie wir hier am wunderschönen neuen SMW-Design erkennen können. Nein, es ist pottenhässig. Sie haben sich aus unbekannten Gründen dazu entschlossen, es nach wirklich kein Scheiß, es ist nicht übertrieben, 20 Jahren zu ändern. Es ist pottenhässlich. Ich bin total enttäuscht und werde es jetzt wahrscheinlich die nächsten 300 Hacks am Anfang der nächsten 300 Hacks erwähnen müssen, bis sie die Scheiße wieder umändern. Ihr verdammten Hurensohn, das kann doch nicht wahr sein, Mann. Das ist... Warum muss alles so steril werden, Mann? Naja, ja. Der Hack hat 31 Level. Der Schwierigkeitsgrad ist hart. In der Beschreibung kriegen wir etwas zu sehen, was ihr uns jetzt hier am Anfang des Spiels nicht gesagt wird, weshalb ich nicht weiß, ob ich es sagen soll. Ich meine, ihr seht, ihr könntet das Video pausieren. Übrigens hier, schöne neuartige Blende hier. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Ja, willkommen zum mystischen Land. Hier ist, hat ein neuer Feind eine Invasion gestartet und Luigi muss natürlich wieder alles und jeden retten. Ja, und zwar war das, glaube ich, das war irgend so ein Rollenspiel. Also ich habe selber nicht gespielt, ich hatte nur mal den Namen gelesen. Und dann kurz mal bei Google eingegeben. Scheint aber hier, wie gesagt, auch nicht so wichtig zu sein. Letztendlich ist es ja auch wirklich egal, wer hier angreift. Wir müssen uns so oder so durch die Walachei springerlin. Und da dies wieder mal ein Anfang eines neuen Hacks ist, werde ich an dieser Stelle wieder mal kurz mein Standardgelaber loswerden. Falls ihr nicht wisst, was das ist. Nun, das hier ist quasi Super Mario Maker in gut. Wie bereits erwähnt, sitzen da seit Anfang der 2000er tagtäglich Leute dran und... Oh, okay, wieso hat das jetzt nicht funktioniert? Bieten euch da tagtäglich den neuen heißen Shit. Das kommen monatlich, ja, mindestens 5 Hacks oder so raus. Teilweise sind es natürlich Demos, die wollen wir nicht spielen. Wir wollen natürlich immer die schönen Vollversionen spielen und jene gibt es auf verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Das hier ist, wie gesagt, der Schwierigkeitsgrad hart, wobei ich diese Stelle jetzt nicht als hart deklarieren und mich quasi damit rausreden möchte. Aber falls ihr schon länger auf diesem Kanal seid, wisst ihr, dass wir auch in letzter Zeit einen Super Mario Bros. 1 Hack gespielt haben. Sprich, wir hatten da eine komplett andere Physik. Das hat sich konsequent so angefühlt, als hätte ich irgendwie, ja, Handschellen, Fußfesseln quasi. Ich wollte ja sagen Handschellen an den Beinen, aber dann fiel mir ein, dass, ja, das heißt halt Fußfesseln. Und jetzt bin ich quasi wieder frei und dementsprechend komplett überfordert mit meiner Freiheit. Und wir haben es für gewöhnlich immer so Hand, dass wir am Anfang versuchen, das Ganze normal zu spielen, ohne zu cheaten. Da das ja hier Hacks sind, spiele ich das logischerweise über einen Emulator. Der erlaubt es mir, theoretisch an jeder Stelle zu speichern. Aber wir wollen natürlich schauen, ob das nötig ist, ob und wie das Spiel vor allem speichert, ne? Es kann ja beispielsweise sein, dass wir Game Over gehen und dann irgendwie, ja, gar keinen Verlust erleiden müssen. Wenn dem so ist, dann muss ich natürlich hier dementsprechend keine Münzen farmen. Aber da ich es am Anfang natürlich noch nicht weiß, versuche ich umso mehr auf Münzen zu gehen, damit ich nicht Game Over gehe, um, ja, fair bleiben zu können, um nicht cheaten zu müssen. Und Moment, hat er mich jetzt ernsthaft zurück an den Anfang geportet oder sieht es einfach nur genauso gleich aus? Das wäre ja... Wenn zweiteres der Fall wäre, wäre das extrem behindert, aber okay. Ja, ich glaube schon, ne? Da war doch, glaube ich, links jetzt hier das Rohr. Das Ganze wird hier übrigens im ersten Level scheinbar mit einer schönen Pokémon-Musik begleitet. Es müsste das das Krankenhaus sein. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Generation. Könnte die dritte oder so sein. Hier auch natürlich Anfangsjingle. Ich werde hier und da in den ersten Folgen mal versuchen, ich hatte aber einen Checkpoint, am Anfang ruhig zu bleiben, damit ihr das alles ein bisschen einfangen könnt, ne, die ersten Jingles. Und wenn wir das dann alles ein paar Mal danke für den Leck. Wenn wir das dann alles ein paar Mal gehört haben, ja, kann ich ja dann natürlich
drüber, Redalin. Am Anfang im Menü hatten wir übrigens Super Mario 64 Musik. Selber nie wirklich richtig gespielt, aber man hat ja natürlich schon so viele YouTube-Videos gesehen, dass man... Okay, das ist ein normales Gedudel. Dass man, ja, das einfach weiß, ne? Gehört ja zur Allgemeinbildung, könnte man sagen. Wobei ich auch schon 100 Mal gesagt habe, dass ich 3D-Jump'n'Runs nicht so geil finde. Und ich finde die 2D-Marios definitiv besser. Aber okay. Ja, die zweite Welt und wir können hier speichern. Das bedeutet, ich muss in Zukunft kann direkt auf die Münzen scheißen. Ne? Das war jetzt natürlich auch ein Grund, wieso das länger gedauert hat, als es hätte dauern müssen. Ja, gut. Ne? Das ist halt leider traurig, weil man ja in den ursprünglichen Spielen damals schon mal auf die Gefahr hinlaufen konnte, dass man etwas nachspielen musste, wenn man mal Game Over gegangen ist. In den Hacks ist es aber tatsächlich so, dass, ja, ich verstehe es nicht. Ich meine, man hat doch selber schon die Möglichkeit, überall, Save States zu machen, ja? Warum erhöht man dann nicht den, wenn man weiß, dass jeder zu jeder Zeit cheaten kann, warum erhöht man dann nicht einfach den Schwierigkeitsgrad im Hack? Und damit meine ich nicht die Level, sondern einfach, ja, die Tatsache, dass man, wie gesagt, theoretisch was nachspielen könnte, um quasi eine eigene Challenge zu bieten. Man kann sich ja dann selber sagen, ob man diese Challenge annehmen will oder nicht, aber ja, scheinbar sind die mir nicht so. Ich möchte das jetzt an dieser Stelle, weil das wirklich behindert aussieht, nochmal sagen, dass wirklich die Super Mario Bros. Physik 1 war halt komplett anders, ja. Ich bin es nicht mehr gewöhnt, leicht wie eine Feder zu sein, ja. Das, deswegen, ja, ich hätte schwören können, dass es leichter wäre, wieder umzusteigen, aber scheinbar, ja, brauche ich dann vielleicht noch so ein paar Minuten einfach Übung, von daher verzeiht es mir. Ich meine, zum Thema Challenge, man könnte sich ja hier die Challenge machen und diese fucking Yoshi-Coins einsammeln, aber das ist ja, wie gesagt, witzlos, wenn du, erstens brauchst du die Leben nicht, weil, ne, speichert er sowieso immer, und zweitens, wenn du dann hier, das ist, könnte ich mir vorstellen, dass das im Originalspiel damals auch so war, wenn du jetzt, sag ich mal, 4 Yoshi-Coins oder so hast und dann den Checkpoint aktivierst und dann stirbst, sind, glaube ich, die ersten 4 wieder weg und dann kannst du ja nicht mehr, also vielleicht, aber meistens gehst du ja dann nicht mehr zurück und sammelst die ein. Von daher ist das, sind diese Yoshi-Coins eigentlich auch sinnlos, aber okay. Ja, da dieses Level ja einen rot-orangenartigen Punkt hatte, suggeriert uns das natürlich, was heißt es suggeriert, es sagt klipp und klar, dass es hier irgendwo ein Secret Exit gibt und jenem wollen wir uns widmen. Wir versuchen natürlich immer die Hacks auf 100% durchzuballern und es ist meist auch gelungen. Ihr habt übrigens gerade gesehen, dass ich ein Save Set gemacht habe, das habe ich nur gemacht, weil manchmal hat man ja so... kriegt man einfach so Zuckungen und lädt dann einfach neu. Ja, und wenn ich jetzt irgendwie 8 Level schaffe und dann neu lade, dann bin ich wieder am Anfang des Spiels und das wollen wir natürlich nicht, von daher. Und zwischendurch macht man ja vielleicht auch mal ein kleines Päuschen, von daher, ja, nur mal so am Rande. Und was ihr auch natürlich wissen könnt, wissen solltet, ist, dass wir hier schon, ja, bestimmt 400, 500 Mario-Folgen gemacht haben über die letzten 1-2 Jahre. Also, falls ihr irgendwie auf die neue Folge wartet, schaut euch einfach die anderen 583.000 Folgen an. Dann seid ihr da erstmal bedient und wenn ihr an meiner Meinung interessiert seid, ich rede ja über Gott und die Welt, über alles Mögliche, dann checkt doch mal die Playlisten mit den roten und lilanen Rahmen ab. Grundsätzlich einfach nur darauf achten, wenn ein Video hochgeladen wird, hat es einen von 3 farblichen Rahmen und diese sagen euch, was abgeht. Ne? Wir reden auch ganz, ganz gerne in den Mario Hacks mal. Oh fuck, ich merke gerade, ich habe nicht geschaut, wenn ich mit der Folge angefangen habe. Das ist ja wieder ein Klassiker. Wir reden ja ganz gerne mal hier auch über alles Mögliche. Dann wisst ihr einfach Bescheid. Ne? Ihr könnt ja auch jederzeit Discord-Pond, Themenvorschläge geben und so weiter und so fort. Grundsätzlich bin ich gefühlt der Einzige, der sich in Deutschland wirklich Mühe gibt, Let's Play-tastisch. Das könnt ihr auch in Erfahrung bringen, indem ihr mal in die Videobeschreibung schaut. Dort habe ich euch ein paar Sachen verlinkt, die das Ganze etwas tiefgründiger erklären. Und dann würde ich sagen, dass wir so alles Nötige erstmal abgehakt haben. Und ich gehe mal davon aus, dass ich das Secret Exit am Anfang des ersten Levels da... oder was das zweite nicht finden kann, weil da, ich hab springen gedrückt, ja, wollte aber nicht. Ihr habt ja gesehen, dass da so ein unsichtbarer Block war, also dass mir da quasi irgendwo der Schalterpalast fehlt und ja, es gab Hacks, wo
es dann quasi so war, dass der Schalterpalast, den man gebraucht hat, genau dadurch freigeschalten wurde. Also was weiß ich, da hat mir ein Gelber gefehlt und genau in dem Level gab es dann dieses Secret Exit, welches mich, oh schade, ich dachte, das funktioniert, zu einem gelben Schalterpalast geführt hat. Aber hier habe ich so das Gefühl, dass wir, ja, irgendwo anders irgendwas aktivieren müssen, dass man hier so ein bisschen auf Backtracking leider setzt oder man möchte eine Feder von mir sehen. Gut, das wäre ja dann auch Backtracking, aber schätzungsweise nicht so hart. Ja, das ist halt eine Warten und so weiter. Ist jetzt tatsächlich nicht so meins. Aber das hat jetzt auch nicht, ging jetzt auch nicht schneller wirklich. Ist ja, aber guck mal, da haben wir doch eine interessante Problematik. Also erstmal sind wir Game Over, es ist das normale Jingle, also kann ich drüber reden. Und man sieht ihn ja nicht, das heißt, er wirft nicht. Und wenn er wirft, ist es schon zu spät. Das ist natürlich doof, dass wir dann jetzt hier in der ersten Folge direkt Game Over gegangen sind. Aber wie gesagt, da er ja eh speichert, kann ich jetzt auch hier selber speichern und spare ich mir die Ladezeiten, ne? Übrigens sehr, sehr interessant, warum ist die Scheiße eigentlich blau? Dieses, was ihr da unten rechts gesehen habt. Ich meine, dass das in dem anderen Hack, den wir gespielt haben, grün war. Weiß nicht, ob sich das selber jetzt irgendwie geändert hat oder ich spontan farbenblind geworden bin. Nee, er hat auch so tatsächlich schon geschossen. Alles klar, mein Fehler. Das, ich meine, wie oft war... Ernsthaft jetzt? Das hätte ihn eigentlich töten müssen. Wir waren ja jetzt so oft bei dem Gegner, ne? Das, ach so, genau. Es gab ja keinen Checkpoint, ne? Von daher einfach direkt neu laden. Leider, leider, leider hat man mir den Wunsch dafür zu sorgen, dass Leben wichtig sind, nicht erfüllt. Ja, ne, das ist, wie gesagt, warten, warten, warten. Da dachte ich, oh, schade. Ich könnte das so einfach so ein bisschen beschleunigen, aber das ging wohl nicht, ja. Es ist leider so konzipiert, da kann man nichts machen und ich habe es schon wieder getan, aber dieses Mal hat er halt auch nach oben geworfen, ne? Von daher, diese, ich ganz ehrlich, nach dem anderen Hack muss ich sagen, dass ich diese fucking Piranha-Pflanzen, ui. Hä, wieso hat er denn da in der Mitte einen Schlenker gemacht? Habt ihr das gesehen? Dass ich diese fucking Piranha-Pflanzen nicht mehr sehen kann, Mann. Ja, ja, okay. Irgendwie dachte ich jetzt, da könnte vielleicht ein Schlüssel drin sein, aber das macht ja gar keinen Sinn, weil das war, glaube ich, ein normales Level. Ja, okay, gut. Man hat hier immer noch so kleine Leckerlis, ne? Dachte ja, es würde vielleicht an dem anderen Hack liegen, aber ja, ist vielleicht einfach meine allgemeine Auflösung daran. Schuldthema hatten wir ja auch schon zu Genüge in anderen Hacks, deswegen speis mir mal an dieser Stelle. Glücklicherweise kann ich ja an den Rand gehen, alles andere wäre ja auch unfair. Und dann kriegen wir hier die Yoshi-Coin. Wow, ich habe alle... Hallo? Okay, das, ich glaube, das ist ein bisschen verbuggt tatsächlich. Oh, wow, genau. Das braucht der Herr. Ja, wenn der Herr auch ein Leben gekriegt hätte damals bei Mario, dann hätte er sich vielleicht dazu entschlossen, nicht die Welt zu verlassen. Dann sähe sie jetzt anders aus. Aber ich versuche auch, alles so oder so, alles in meiner Macht Stehende zu tun, um diese Welt zu verbessern. Also jetzt Klartext, ich rede von unserer Welt, versuche die Leute auch politisch aufzuklären über meinen Telegram-Channel. Dort könnt ihr auch so ein bisschen kleine, lustige Best-ofs-Videos sehen von kommenden Let's Plays. Und ja, wie gesagt, politisch versuche ich da die Leute aufzuklären, was ja bei YouTube immer so schwierig ist, ne? Einiges kannst du ja nicht mehr wirklich so offen kommunizieren, ohne Strikes zu kriegen. Ich habe ja über die letzten ein, zwei Jahre, habe ich glaube ich so 5, 6 Strikes gehabt oder so. Natürlich nicht auf einmal, sonst wäre ich ja schon weg vom Fenster, aber... Oh, das ist ja... Moment, was? War es am Anfang des Levels auch schon rutschig? Komisch. Ja, ne, deswegen zieht da vielleicht auch in Erwägung, dort mal vorbeizuschauen. Ach so, genau, jetzt weiß ich, was ich noch hätte am Anfang sagen müssen. Wenn ihr... kommt jetzt natürlich spät, ihr denkt euch jetzt vielleicht so... Habt mich jetzt durch diesen Channel kennengelernt, denkt euch so... Wow, sympathischer Typ und so weiter. Ja, keine Sorge, ich werde euch jetzt euer Bild von mir potenziell zerstören, indem ich sage... Wenn ihr glaubt, dass wir einen menschengemachten Klimawandel haben, einen schwarzen Rassismus, eine Plandemie haben bzw. hatten... Wenn ihr denkt, dass Gendering total geil sei und so weiter, dann seid ihr hier definitiv falsch und offensichtlich behindert. Aber ich versuche gerne, euch, wie gesagt, aufzuklären, an eurer Behinderung zu arbeiten und dann wird alles gut. Wenn ihr aber, ja, einfach voll in eurem Glauben seid,
Ups. Achso, ja, das hätte ich mir denken können. Wobei, ja, dann wiederum, man hat es ja nicht gewusst, was jetzt genau P-Switch behaftet ist oder was nicht. Wenn ihr, ja, einfach zu gläubig seid, dann kann man natürlich nichts machen. Dann müsst ihr euch aber jetzt, solltet ihr euch im besten Fall verpisserlin, denn ansonsten haltet ihr das hier natürlich nicht aus, ne, diese geballte, vokabularitäre Macht, Intelligenz, den guten schwarzen Humor. Das finde ich immer so ein bisschen fragwürdig, dass die Rohre an und für sich auch rutschig sind. Aber ja, es ist einfach so, dass du dann wahrscheinlich am Anfang dir ein... Ich meine, das, guck mal, das ist ja auch rutschig. Ne? Du suchst dir halt eine Thematik aus und dann ist halt irgendwie alles betroffen. Übrigens auch mal wieder sehr nett, ne, dass wir Luigi spielen dürfen. Ich musste gerade daran... Ich meine, wir haben in vielen Hacks schon mal Luigi gespielt, aber ich musste gerade daran denken, dass ich auch damals auf dem... Wieso hat das den jetzt nicht getroffen? Bei Super Mario World 1, bei dem Originalspiel, da habe ich ja dann auch ab und zu einfach mal den zweiten Spieler rangestöpselt, damit ich Luigi spielen kann, ne? Also ich meine, ich habe jetzt nichts gegen Rot, ganz im Gegenteil. So ein bisschen, wenn das Rot von Mario dunkler wäre, wäre ich sehr, sehr glücklich, denn meine Lieblingsfarben sind ja Dunkelrot und Schwarz. Früher waren es mal Blau und Orange, Hellblau und Orange, was auch immer das über meine Charakterentwicklung aussagt. Das macht keinen Sinn, die Hitboxen hier sind kaputt, der hätte doch auch sterben müssen. Vorhin, da dachte ich, okay, gut, was auch immer das war halt ein Bug, aber jetzt ist das schon wieder passiert innerhalb einer Folge, das kann doch kein Zufall sein. Wo war ich gerade? Ja, ne, aber wenn man dann einfach auch mal die Möglichkeit hat, so ein bisschen Abwechslung drin haben zu können, dann hat man natürlich gut und gerne einfach mal spontan diese Farbe gewechselt und ist zu Luigi gegangen. Da wird doch... ja gut, das war der klassische E-Girl-Lag. Ich wollte natürlich selbstverständlich schauen, was da in dem Rory-Liney ist, aber das geht natürlich auf der einen Seite nicht, wenn ich sabotiert werde, auf der anderen Seite nicht, wenn... Fuck. Einfach mal wegschmeißen, den Shit. Es ist rutschig! Es ist fucking rutschig und ich hatte wahrscheinlich auch zu viel Angst. Mal gucken, ob wir... Ja, guck mal. Ja, genau. Einfach so runterrutschen und dann passt es natürlich. Das war kein Level mit Secret Exit, ne? Das war, oh Gott, nur die fucking Yoshi-Coin. Und kann das sein? Können wir hier schon ein Muster erkennen? Können wir hier ein Muster erkennen? Nee. Ich wollte gerade wieder den Hobby-Psychologen auspacken und sagen, jeder Hackersteller hat natürlich so seine Identität. Und war es nicht in den vorherigen Leveln so, dass uns die Rohre etwas zurückgebracht haben? Ich habe jetzt stark damit gerechnet, dass es wieder passiert. Aber dem war tatsächlich nicht so. Nichtighaftigerweise des Nichtens ist auch die Tatsache, muss ich euch jetzt leider sagen, dass diese Folge nun ihr Ende gefunden hat, weil ich auch leider nicht mehr weiß, wann ich angefangen habe, also höre ich lieber mal auf, denn gefühlt ist es ja dann meist so, dass ich überwiegend richtig heftig überziehe, von daher machen wir es einfach mal nicht, notfalls hängen wir, wenn wir zu kurz gekommen sind, beim nächsten Mal noch einige Minuten dran und dann würde ich mal sagen, was ist das heute mit Let's Play SMW Luigi's Mystic Saga? Ich schwankte zwischen Quest und Saga, aber ja, hey, krass, dass ich mir den Namen gemerkt habe, ne? Ja, ich hoffe, euch hat die erste Folge gefallen. Euch hat vielleicht auch die erste Folge gefallen. Die erste im Sinne von, dass ihr mich jetzt durch dieses Video gefunden habt und vielleicht Gefallen an meiner Art gefunden habt, beziehungsweise neugierig geworden seid und dementsprechend mal auf meinem Kanal vorbeischaut. In diesem Sinne, frohes Neues, wie gesagt. Und bis zum nächsten Mal. See ya.